Den Auftakt zum heutigen Video macht eine Betrügerin, die mich zweimal am gleichen Tag angerufen hat. Jedes Mal von einer anderen Firma. Ich bin der Callcenter-Crasher und begrüße euch zum Mittwochsvideo. Danach kommt ein Betrüger, der meint, für mich auf meiner eigenen Trainingsplattform zu arbeiten. Völlig abstrus. Den Betrüger im letzten Telefonat habe ich förmlich zur Weißglut gebracht. Ich denke, ihr werdet euren Spaß damit haben. Nun erst das Intro und dann kann's losgehen. Ja, bitte. Guten Tag. Spreche ich mit dem Herrn Rotrum und Jan, Katzen Lehmann, ich habe Apparat. Ja. Ich grüße Sie. Gerade Sie haben sich unter Bitcoin Oracle AI angemeldet, ja? Bestimmt wollten Sie ein Handelskonto aktivieren, stimmt? Gerade eben? Nee, habe ich nicht gerade. Ja, aber wann haben Sie es gemacht? Gerade habe ich Ihre Daten bekommen. Ja, aber ich habe mich nicht gerade angemeldet. Wann haben Sie die Anmeldung gemacht? Ja, müsste ich gucken, weiß ich nicht, aber das müssten Sie doch sehen. Jetzt, gerade habe ich die Daten bekommen, ja? Bestimmt wollten Sie das Konto erstellen, richtig? Ja, wenn ich ein bisschen Informationen kriege. Ja, ich bin Ihre Kontomanagerin, deswegen melde ich mich bei Ihnen. Ja, gut, dann geben Sie mir mal Informationen. Sind Sie Anfänger, ja, in diesem Bereich? Nicht ganz. Ich habe schon viel gelesen. Ah, okay. Haben Sie etwas gelesen, aber haben Sie noch nie gehandelt? Ja, noch nicht gehandelt. Richtig. Okay. Herr Rottermund, wie alt sind Sie? Was spielt das? Ich bin schon volljährig. Ja, aber könnten Sie mir Ihr Alter sagen, ja? Wozu ist das wichtig? Das ist ein Finanzmarkt und Sie wollen auf dem Finanzmarkt Handel beginnen, ja? Deswegen machen wir alles nach dem Protokoll. Ja, welches Protokoll ist denn das bitte? Dazu muss man, oder um am Finanzmarkt zu handeln, muss man doch volljährig sein, geschäftsfähig sein. Und beides bin ich. Hallo. Hallo? Hallo, spreche ich mit dem Chef Vorreiter, ja? Katrin Lehmann ist am Apparat. Ja. Ja, ich grüße Sie. Gerade Sie haben sich unter Bitcoin hier angemeldet. Bestimmt wollten Sie ein Handelskonto aktivieren, stimmt? Gerade? Oder was? Ja. Nee, ich habe mich gerade nicht angemeldet. Es geht um Online-Handel. Ja, haben Sie Interesse geäußert daran, ja? Ja, aber nicht gerade eben. Okay, gerade habe ich Ihre Daten bekommen, deswegen melde ich mich bei Ihnen. Ach so, das kann durchaus sein. Ich bin Ihre Kontomanagerin. Ja. Ich bin Ihre Kontomanagerin. Sie haben noch kein aktives Handelskonto, ja, wie ich in der Sitzung sehe. Ja, ich hatte mich auf mehreren Plattformen angemeldet. Richtig. Ja, das ist ein Bitcoin, ja, ja. Also schauen Sie mal, Herr Vorreiter. Ich soll Ihnen dabei helfen, das Konto zu aktivieren und parallel, ich werde auch alles erklären, okay? Ja, dann erklären Sie mal. Sagen Sie mir bitte, sind Sie Anfänger in diesem Bereich? Ja. Ich habe mich nur, und wie alt sind Sie? Ich habe nur ein wenig gelesen. Ich bin schon volljährig. Ich darf schon handeln. Ja, aber wie alt sind Sie? Ja, ich bin schon volljährig. Das habe ich verstanden, aber wie alt sind Sie? Wozu spielt das eine Rolle? Das ist ein Finanzmarkt und dafür brauche ich ein paar Fragen zu stellen, ja? Ja, gut, habe ich ja beantwortet. Ich bin schon volljährig. Ich darf schon auf dem Finanzmarkt handeln. Das ist kein Alter, wissen Sie, dass Sie volljährig sind. Das bedeutet, das bedeutet nicht, dass Sie meine Frage beantwortet, ja? Ja. Deswegen, könnten Sie mir ungefähr sagen, wie alt sind Sie? Ungefähr reicht Ihnen? Ja. Ja, gut, ich bin über 30. Okay, und was machen Sie beruflich? Das spielt ja nun auch keine Rolle. Was machen Sie denn beruflich? Wissen Sie, was mache ich beruflich? Wo arbeite ich? Verstehen Sie vielleicht, ja? Ja, und was hat das jetzt mit meinem Handelskonto zu tun, wo ich arbeite? Sagen Sie mir bitte, womit wollen Sie handeln? Das weiß ich noch nicht so genau. Es gibt ja verschiedene Sachen, die man handeln kann. Das sollten Sie mir erklären. Das sollten Sie mir doch erklären. Wollen Sie das nicht machen? Nein, Sie sollten es nachdenken, ja?
dass sie Ja, sich ich ein habe gewonnenes nachgedacht. haben. Ich habe nachgedacht, richtig. Es gibt, glaube ich, Okay, vier und Möglichkeiten. So, und welche kann man nun bei Ihnen handeln? Ich weiß ja gar nicht, welche Plattformen die sind. Woher soll ich denn das wissen? Vermögenswert ist etwas anderes. Ja, welche Vermögenswert haben Sie ausgewählt? Noch keinen. Nun? Ja, wer ist da? Hier spricht jetzt Herr Schmidt. Herr Schmidt. Jawohl. Ja. Guten Tag, Herr Ich Schmidt. habe Sie jetzt angerufen durch Ihr Handelskonto. Durch mein Handelskonto haben Sie mich angerufen? Ja. Aber ich wusste gar nicht, dass das Handelskonto eine Telefonleitung hat. Und was sollen andere Sachen haben? Bitte was? Welche andere Sachen sollte es haben denn? Ja, ein Handelskonto hat doch keine Telefonleitung, oder? Ja, und Sie sind ja natürlich mit diesem Handelskonto selber bei unseren Investitionen gekommen, oder? Was? Sie nuscheln sehr, ich verstehe Sie leider nicht. Also ein Sie Handelskonto, verstehen es nicht. bei welcher Webseite, bei welcher Trading-Plattform? Bei dem Vorreiterplattform. Bei dem Vorreiter-Plattform. Ja. Ist ja lustig. Ich habe gar Also, keine eigene das finde ich Plattform. lustig. Ja, ich habe doch keine eigene Plattform. Ja, aber ich habe schon seit langem für Sie gearbeitet. Was ist das? Sie Sie haben haben für mich keine Plattform. gearbeitet auf meiner Plattform. Ja. Wie heißt denn meine Plattform? Vorreiter. Vorreiter-Plattform. Geben Sie mir mal Jawohl. die E-Mail-Adresse oder die Webseite. Gehen Sie beim Googlen, suchen Sie Vorreiterplattform. Ja, nee, gibt's nicht. Ich habe keine Nee, suchen Sie Vorreiter-Plattform. Hey, du, Mann, merkst du es eigentlich Vorreiterplattform.com. immer? Glaubst du Ey, immer noch nicht, Mann, weil, was ist das für Mann? Du meinst ich Mann, merke nicht, dass was du ist ein das? dummer Betrüger bist? Halt mal dein Fresse über chinesische Betrüger, weil du bist eine Scheiße. Der dümmste Betrüger, der anruft. Mein Gott, bist du dumm. Willst du denn einmal mit deiner Mutter sprechen? Ja, klar, natürlich. Warten Sie kurz. Hallo! Deine Mutter! Ach, du bist deine Mutter? Du bist deine eigene Und? Mutter? Sie haben bei uns heute eine Anmeldung für Online-Investitionen gemacht, Herr George. Ich bin der Georg, Finanzexperte bitte. Michael Simon. Oh. Vorreiter ist mein Name, nicht Herr George, Herr Vorreiter. Ah, genau, Herr, ich habe hier deinen Namen, Ihre Nachname, Name, Ihre E-Mail. Ihre Name. Ja, okay. Und Ihre E-Mail-Adresse, Georg, nicht George, Georg, sein deutscher Name. Okay, Herr, es tut mir leid, meine Deutsch ist nicht so gut, weil normalerweise ich arbeite in Englischsprache. So, Entschuldigung. Warum rufen Sie dann So, in Deutschland an, wenn Sie gar nicht Deutsch Herr, sprechen? ich kann Ihnen sehr gut verstehen, okay? Mach keine Sorge. Jetzt meine Frage ist, haben Sie Interesse jetzt an Online-Investitionen? Weil Sie haben angemeldet Grundsätzlich, von heute für welcher das. Firma sind Sie? Herr, ich rufe Sie vom Herr Forex an. Vorreiter, Wir bitte. sind. Herr Vorreiter, ich rufe Sie vom Forex an. Wir sind Sprechpartner mit Difficult Funeral Was sind 145. Sie, bitte? Bitte, was sind Sie? Ich habe gesagt, ich bin der Finanzexperte von Forex Time Firma, Herr. Und Forex ich habe Time. Ihnen angerufen, genau, weil ich habe Ihre Daten in mein System. So, meine Frage ist, Herr, haben Sie eine Herr Erfahrung hier Vorreiter, oder bitte. ist das Herr Herr Vorreiter, bitte. Vorreiter? Ja, das Herr ist das so Vorreiter? schwer zu merken? Herr Vorreiter, haben Sie Erfahrung früher oder ist das erste Mal? Ich habe schon ein wenig Erfahrung, ja. Okay, sehr schön. Sie So, haben wie ein heißt bisschen Ihre Webseite, Erfahrung? bitte? Forex Time, Herr. Ich kann Ja. Ihnen das Ich erzählen. Ich, Forex ja, genau. Time und Ich, dann .de. Forex Time Pick.io, Herr. .io. Können Sie, ja, genau. Ah Das ja. ist unsere Plattform. Ich kann Ihnen auch
per E-Mail diese Daten schicken oder Sie können in Google gehen und schreiben. Ich gehe nicht in Google, ich gucke mir direkt Ihre Webseite an. Okay, super. Öffnen Sie bitte unsere Plattform und ich zeige Ihnen ich habe es gerade geöffnet. ForexTime. Okay, super. Darf ich bitte mal? ForexTime.io steht zum Verkauf. Herr, warte einen Moment. Herr Vorreiter, ich Ihnen bitte. E-Mail. Herr Vorreiter, ich schicke Ihnen per E-Mail unsere Firma. Ja, und haben Sie doch gesagt. Haben Sie da gerade noch gesagt, forextime.io. Ja, genau. Haben Sie geöffnet? Ja, und da steht, dass dieses Web... Ja, wenn Sie mich mal ausreden lassen würden. Da steht, der Domainname forextime.io steht zum Verkauf. Herr, was sehen Sie? Herr Vorreiter, Sie, bitte. Herr Vorreiter, was sehen Sie da? Sehen Sie? Das habe ich Ihnen gerade gesagt. Ich habe Ihnen gerade gesagt, der Domainname ForexTime.io steht zum Verkauf. Das sehe ich. Herr, warten einen Moment. Herr Vorreiter, bitte. Herr Vorreiter, Entschuldigung, warten einen Moment in der Leitung, bitte. Ja. Vielleicht Sie haben eine andere Website geöffnet? Nein, Sie haben gesagt forextime.io. Die habe ich geöffnet. Okay, Herr. Herr Vorreiter, bitte. Warte, Moment. Okay, jetzt ich schicke Ihnen per E-Mail unsere Firma und deine Einmalpasswort und Sie können mit dieser Passwort. Erstmal möchte ich Ihre Webseite sehen. Und die wird mir ja nicht angezeigt unter ForexTime.io. Ja, schicken Sie mal her. Ich warte am Telefon. Oh, okay, ich habe geschickt schon, Herr. Gehen Sie bei mir Ihre E-Mail-Adresse und aktualisieren bitte. Natürlich, habe ich gemacht. Langsam. Okay, super. Sehen Sie... Nein, ist noch nichts da. Okay, sehen Sie, suchen Sie für... Es ist noch keine E-Mail angekommen. Herr, ich habe geschickt Herr Vorreiter, nochmal, können Sie sich das nicht merken? Herr Vorreiter, ich habe geschickt in Ihre E-Mail-Adresse jorg@vorreiter@mailbox.org. Ja, es ist aber noch keine E-Mail angekommen. Okay, warten einen Moment. Aktualisieren nochmal. Ja, habe ich alles gemacht. Haben Sie nicht gefunden, Herr? Noch Nein, nicht? Es ist noch keine... Verstehen Sie, Sie verstehen schlecht Deutsch. Es ist keine E-Mail-Adresse angekommen. Keine E-Mail. Ich verstehe. Herr, können Sie Herr bei... Herr Vorreiter, bitte. Können Sie sich Herr das Vorreiter, nicht merken? Herr Vorreiter, können Sie bei Spam gehen vielleicht? Es ist noch keine E-Mail angekommen. Ich habe keinen Spam-Ordner. Ich habe geschickt schon, Herr. Ja, es ist aber noch keine da. Es ist bei mir noch keine E-Mail angekommen. Ich verstehe, Herr, aber vielleicht das ist passiert. Aber langsam nehmen Sie deine Zeit. Aktualisieren ja, natürlich. Dann warten Sie. Ich aktualisiere. Ich habe keinen Ordner Spam. Sie verstehen meine Sprache offensichtlich nicht. Herr Vorreiter. Sorge, ich verstehe. Ja, ich habe verstanden schon. Herr Vorreiter. Und ich hab noch keine E-Mail bekommen, sage ich die ganze Zeit. Wie ist das möglich, Herr? Ich habe geschickt schon. Ja, weil es. Ich weiß nicht. Smith@forex.io. Das ist unsere E-Mail-Adresse von der Firma. Suchen Sie für diese E-Mail-Adresse. Ja. Es gibt doch keine E-Mail. Ich sage es doch. Ich bin im E-Mail-Konto und ich sehe, dass noch keine E-Mail angekommen ist. Wie kann das? Ja, vielleicht ist Ihr E-Mail-Server langsam oder so. Weiß ich doch nicht. Ich verstehe. Vielleicht, Herr. Herr Vorreiter. Bist du zu Hause jetzt? Herr Vorreiter. Bist du zu Hause nicht jetzt? Haben du, Sie einen Computer Sie. Dabei? Sie, nicht du. Wir kennen uns nicht, wir sind keine Freunde, deswegen bitte Sie. Herr Vorreiter. Ich bin nicht
Ich bin nicht eine Lehrerin und streiten Sie nicht mit mir, okay? Ich streite dich. Ich erwarte nur ein Mindestmaß an Respekt. Ja, ich habe Respekt für Ihnen. Ich höre ja, Ihnen. Und warum, sagen Sie, warum nennen Sie mich dann nicht bei meinem Namen? Okay. Herr Vorreiter, haben Sie einen Computer dabei? Natürlich. Okay, super. Können Sie Ihren Computer anmachen, bitte? Natürlich. Okay. Haben Sie in Ihrem Computer eine rote Applikation AnyDesk her? Diese Applikation ist von Google und erlaubt uns zusammen verbinden. Warum sollten wir das tun? Okay. Das erlaubt uns zusammen verbinden und ich kann Ihnen schauen und ich kann Ihnen zeigen, was meinen Sie da, das ist, wie funktioniert das. Bitte, weil, was? Sie stammeln so dermaßen, ich verstehe gar nicht, was Sie meinen. So. Hallo. Okay, Herr. Ja, ich Herr bin Vorreiter. Hier. Herr Vorreiter. Können Sie diese Applikation installieren, Herr? Ist das möglich? Wozu brauchen wir die? Bitte? Wozu brauchen wir die? Ich verstehe das nicht. Aber Herr, können Sie bei Play Store gehen und wozu brauchen wir diese Applikation? Das braucht Herr, weil es, wir müssen Herr zusammen verbinden. Herr Vorreiter, zusammen verbinden und ich kann Ihnen zeigen, unsere Plattform. Warum sollten Sie sich mit meinem Rechner verbinden? Herr, ich möchte das nicht, aber jetzt deine E-Mail-Adresse funktioniert nicht. So, doch, sie funktioniert hervorragend. Von anderen, geben Sie mir doch mal Ihre E-Mail-Adresse. Dann schreibe ich okay, Ihnen eine E-Mail. Okay, super, das ist eine gute Idee, Herr. Schreiben Sie mia.smith@forextime.io. So. Ja, genau. Mia.smith@forextime.io. Smith, buchstabieren Sie es mal bitte. Okay. Schreiben Sie Mia. M-I-A. Ja. Okay. Punkt. Ja. Smith, S-M-I-T-H. Ja. At Forextime, Herr, Book, I-O. Forextime. Time. Wie schreibt sich das? Punk. Ja, genau. F-Y-T-I-M-E, Herr. F-Y? Bitte nochmal, Forex, also F. Y. Das heißt ja dann Forex Time, nicht Forex Time. Ja, Herr, ich meine Deutsch ist nicht so perfekt. Aber die Buchstaben sollte man doch wenigstens kennen. Ah, mein lieber Herr, ich bin nicht eine Lehrerin, ich habe gesagt. Ja, aber Sie sollten, wenn Sie in Deutschland anrufen, wenigstens ein wenig Deutsch sprechen. Also. Ja, ja. Erste Buchstabe ist F wie Friedrich. Zweite Buchstabe? Ja. Y. So, Y. Ja, genau. Das heißt ja dann nicht Forex Time, sondern Forex Time. Forex Time? Ja. Io, Sie haben Forex Time gesagt. Herr, bitte, haben Sie geschrieben diese E-Mail-Adresse? Also, ich gehe jetzt nochmal Forex Time. Schauen wir doch nur nach Forex Time. Weil Sie haben die ganze Zeit Forex Time gesagt. Okay. So. Nochmal. Augenblick, ich suche jetzt nochmal die Webseite. Forextime.io. Ja, genau. Nee, die gibt's gar nicht. Forex Time mit Y. Gibt's gar nicht. Gibt's keine Webseite. Nein, nein, Herr, bitte. Können Sie eine Hallo in diese E-Mail-Adresse schicken und ich schicke Ihnen die Website zurück. Forextime.io. Genau. Ja, Augenblick.
Schreibe ich gleich. Okay. So. Mia. Smith. At Phyrex. Via Smith. Ja, genau. Via Punkt Smith at Phyrex-Type.io. Okay, sende genau. Ich ab. Okay, ich warte. Ist fehlgeschlagen. Es gibt kein E-Mail, keine E-Mail-Adresse mit miasmith@phyrex.io. Ja, wie kann das möglich sein, Herr? Ja, weil wie Sie sagen, Sie sagen Y. Phyrex Type wird mit einem O geschrieben und nicht mit einem Y. Herr, das war ein Falsch von mir. Entschuldigung. Herr Vorreiter, ist nochmal. Mia.smith at Phyrex. Was das Phyrex, bedeutet? Also ein O X. Und kein Y. Herr, F-X-T-I-M-E. Nicht was? Y, X. Ach, jetzt ein X? Ja. Das heißt ja auch dann auch nicht Phyrex Time, das heißt ja dann FX Time. Ja, du bist. Bitte was? Wer bin ich? Wie eine Lehrer, Herr. Ja, weil Sie sehr schlecht sind. Also nochmal. FX Time IO? Ja, das war ein falsch. Ja. Von mir, Entschuldigung, Herr. FX Time IO. Ja, nicht Y, X. Das war die falsch. So, jetzt habe ich das geschickt. Jetzt suche ich doch mal nach der E-Mail-Adresse, dem Mail. Also. Okay, Herr. Okay, alles in Ordnung. Ich habe bekommen deine E-Mail-Adresse. Jetzt, ich schicke Ihnen unsere Plattform. Nur einen Moment, ganz kurz. Und, ja, komisch. Komisch, dass die andere Mail nicht ankam. Mein E-Mail-Programm funktioniert. Ihr funktioniert nicht. Ja, Herr, aber du weißt... Herr Vorreiter. Herr Vorreiter. Herr, kann ich wissen, Herr Vorreiter, was machen Sie beruflich? Warum sollte Sie das was angehen? Nein. Ja, genau, nein. Ich frage. Genau. Wenn Sie möchten. Herr, Sie, Herr Vorreiter. Herr Vorreiter, ja. Sie haben ein bisschen Erfahrung. Haben Sie selbst gearbeitet oder mit einer Broker, Herr? Ich habe schon selbst gearbeitet, ja. Okay, sehr schön. Unsere Firma, Herr, Sie werden mit einem Broker arbeiten, weil wirklich, ehrlich, Onlinehandel ist sehr riskant selbst, Herr. So deswegen, wir geben nicht für Ihnen, aber für alle unsere Kunden einen Broker, Herr. Bitte was? Hallo? Ich habe geschickt schon, Herr. Ja, bis jetzt ist noch nichts da. Jetzt ist was gekommen. Okay, super. Ja, und das ist der Punkt. Ihre Webseite heißt FX-Time.io und nicht Phyrex-Time.io. Ja, ja, Herr. Sie kennen Ihre eigene Webseite nicht? Okay, öffnen unsere Website bitte. Ja, so, dann schauen wir doch mal. Okay. Okay, haben Sie geöffnet, Herr Vorreiter? Ja, ich schaue mir jetzt gerade mal ein bisschen an. Okay, super. Sehen Sie Sign-in auf Englisch oder einloggen da? Ja, aber erstmal möchte ich ja ein bisschen was über Ihre Firma wissen. Okay, Herr, bitte gehen da, drücken da und schreiben Ihre E-Mail-Adresse und die Passwort. Hallo. Per E-Mail. Ich möchte erstmal etwas über Ihre Firma wissen, sagte ich. Ich möchte mich nicht einloggen, ich möchte erstmal was über Ihre Firma wissen.
Das heißt, Herr, Sie, Herr Vorreiter. Herr Vorreiter, Sie haben schon eine inaktive Konto, Herr. Deswegen einloggen mit Ihrer E-Mail-Adresse und ein Einmalpasswort und sehen. Nee, ich möchte erstmal, soll Sie mir etwas erzählen darüber? Ja, Sie möchten das, okay. Aber dann erzählen Herr, Sie mir. Nein, erstmal erzählen Sie was über Ihre Firma. Okay. Was bieten Sie an? Wo ist der Sitz dieser Firma? In unserer Firma, Herr, Sie können investieren in 5 Marketten wie Kryptowährungen, Forex, Aktien, Indexien, Rohstoffe und Forex auf. Wir werden mit einem Finanzexperten arbeiten, weil ich bin hier, Ihnen zu hören und Ihnen zu helfen, um dem Konto zu aktivieren. Und dann ja, wir werden einen Termin mit dem Broker lassen. Wenn Sie mir helfen wollen, dann sollten Sie vielleicht erstmal zu Deutsch sprechen, weil das ist fürchterlich schlechtes Deutsch, was Sie sprechen. Sie werden mit einem Finanzexperten, mit dem Broker, er spricht sehr gut Deutsch, Herr, mach keine Sorge für das. Okay? So, Sorgen jetzt, machen Herr, Sie mir gar nicht. Nein, mache ich gar nicht. Warum sollte ich mir Sorgen machen? Noch handle ich doch gar nicht mit Ihnen. Das freut mich sehr. Genau, Sie müssen keine Sorgen machen. Aber bitte, haben Sie eine Frage für mich? Was möchten Sie mehr wissen? Weil leider, meine Zeit, Herr, Sie können das verstehen. Sie haben keine Zeit für Ihre Kunden? Nein, okay. Nein, ich habe Zeit. Ich habe 20 Minuten für Ihnen an der Leitung. Ja, und wenn es länger dauert, legen Sie einfach auf, oder wie? Ja, ich möchte Ihnen sagen, Herr, ich habe Zeit für Ihnen, ich habe Respekt für Ihnen, aber Sie sind nicht... ich habe andere Kunden, möchte ich sagen, aber mach kein Problem für das. Ja, genau. Gut, okay. So, also Ihre Firma... wie lange existiert diese Firma am Markt? Wie lange sind Sie mit dieser Webseite online? Herr, wir arbeiten von 5 Jahren in der Market. Unser Hauptbüro ist am London, aber wir haben andere Büro in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich auch. Sie können das selbst lesen in unserer Website. Sie haben ein bisschen Informationen, wissen Sie, wie funktioniert so. Ich glaube, das ist nicht so schwer für Ihnen. Sie können sehr schnell lernen. Ja, ich will nicht lernen, ich bin ja. Investor. Sie sagten, von wo aus telefonieren Sie denn jetzt gerade? Von Österreich, Herr. Von Österreich? Von Österreich, ja, genau. Nee, stimmt nicht. Nein, stimmt nicht. Ich sehe Ihre Telefonnummer. Belgien. Herr, lassen Sie mich das... Herr Vorreiter, bitte. Herr Vorreiter, das ist eine Sache für IT-Abteilung. Herr, ich habe meine Handy hier und ich anrufe Ihnen. Ich weiß nicht alles für das. Das ist keine Handynummer. Das ist eine Festnetznummer. Das ist ein automatisches System, Herr. Ja, ich rufe Sie und das ist verboten. Das ist verboten in Deutschland. Ja, genau das aber ist verboten. Wichtig ist, Herr, wenn Sie möchten, Sie wichtig, können diese Investition anfangen. Wichtig ist, dass Sie erstmal ehrlich zu mir sind. Und wenn Sie sagen, Sie rufen aus Österreich an und mit einer belgischen Telefonnummer, dann sind Sie schon nicht ehrlich zu mir. Und das soll dann Vertrauen aufbauen. Ich bin ehrlich aufbauen. Mit Ihnen, Herr. Nee, sind Sie aber nicht. Das ist passiert. Das ist passiert, weil das ist ein automatisches System, Herr. Und ich weiß nicht ja, alles. Das ist verboten. Wirklich? Das ist verboten in Deutschland. Doch, ist es. Es ist verboten in Deutschland, mit einer Nummer aus dem Ausland anzurufen, in dem man nicht ist. Sie können aus Deutschland anrufen, wenn Sie in Deutschland sind. Sie können aus Österreich anrufen, wenn Sie in Österreich sind. Aber Sie können nicht aus Belgien anrufen, wenn Sie in Österreich sind. Das ist verboten. Herr Vorreiter, das ist verboten. Bitte. Seit 1.12. des vorletzten Jahres ist das verboten. Können Sie mich hören, einen Moment, bitte. Ich habe verliert 20 Minuten Zeit mit Ihnen an der Leitung, bitte. Das ist passiert, weil das ist ein automatisches System, bitte. Ich kann nicht das kontrollieren, wirklich. Doch, glauben Sie mir. Das müsste die IP-Abteilung, Sie machen Voice-over-IP und das kann man so einstellen, dass man mit der eigenen Nummer telefoniert und nicht mit einer gespooften Telefonnummer. Lassen Sie mich bitte ausreden. Sie unterbrechen mich permanent.
Sie müssen Ihre IT-Abteilung dazu bringen, dass Sie mit Ihrer Telefonnummer aus dem Land anrufen, wo Sie sind, und nicht aus Belgien, wenn Sie aber in Österreich sind. Das ist verboten. Okay, aber Sie... Okay, jetzt hören Sie mich einen Moment. Wir sind nicht für die Telefonnummer diskutieren. Wir sind, wir sind hier für eine Investition anfangen und deine Zeit, Ihre Zeit ist jetzt. Wenn Sie möchten, Sie können das machen. Wenn Sie möchten nicht, ich sage Ihnen, Sie können selbst auflegen und in deiner Ruhe leben, weil... Ihre Ruhe heißt das. Ihre Ruhe heißt das und mach keine Witze mit mir. Jetzt? Ich mache keine Witze. Ich mache gar keine Witze. Ja, Sie haben gesagt, aber, lassen Sie mich bitte ausreden. Wo ist bitte Ihr Hauptsitz Ihrer Firma? In London. Okay. Sie sind eine Finanzmaklerfirma, eine Finanzdienstleistungsfirma. Ja. Okay. Wo sind Sie dann reguliert? Okay, möchten Sie, ich kann Ihnen die Lizenz sehen. Sie können mir die Lizenznummer sagen. Herr, ich kann das später... Herr Vorreiter, nee, das können Sie jetzt machen, gleich am Telefon. Gleich die Lizenznummer, das sind ja nur ein paar Zahlen. Herr, ich habe gesagt... Herr Vorreiter. Ja, aber jetzt, Sie haben, Herr... 2 Minuten mehr Zeit für eine Investition anfangen. Wenn Sie möchten, nee, erstmal möchte ich wissen, wo Sie reguliert sind. Vorher bezahle ich gesagt, ich werde Ihnen per E-Mail schicken, Herr. Ich habe gesagt schon. Ja, ich warte auf die E-Mail. Kein Problem. Dann warte ich drauf. Warte, okay. Yes, Herr. Wissen Sie, Minimumbetrag für eine Investition anfangen ist 250 Euro? Das mag sein. 250 Euro? Okay. Und für die Methode Bezahlung, wir haben 2 Möglichkeiten. Die erste, es ist mal mit einer Visa oder Mastercard. Und die zweite, es ist mit einer Überweisung, wo ich schicke Ihnen die Bankdaten. Und Sie können selbst eine Überweisung mit Online-Banking. Die Möglichkeit würde ich wählen. Das heißt, Sie schicken mir bitte die Bankdaten. Okay, Herr. Ich schicke Ihnen die Bankdaten jetzt und die Lizenzen von unserer Firma. Ja, ich bleibe dran. Okay, danke. Warten einen Moment. Ja. Okay, super. Sehr laut bei Ihnen. Okay, Herr, ich habe geschickt schon. Herr Vorreiter. Herr Vorreiter. Okay. Können Sie sich das nicht merken? Ich habe geschickt schon, bitte. Aktualisieren nochmal Ihre E-Mail-Adresse. Ja. Okay, ich habe geschickt unsere Bankdaten und unsere Lizenzen von unserer Firma. So. Ja, genau. Oh, Sie haben einen Anhang geschickt. Nee. Sie sollten mir doch einfach die Lizenznummer schicken. Nein, ich habe geschickt alles. Nee, dann öffnen Sie bitte diese Datei. Ich mache keine fremden Dateien auf. Das wird bei mir blockiert. Sie können ja dann Ihre Datei öffnen und mir die Lizenznummer vorlesen. Okay, so Sie meinen, Herr, Sie möchten erstmal die Lizenzen sehen und lesen und dann möchten diese Überweisung machen. Okay, kann ich später...
Nee. Fünf Minuten später, oder? Warum können Sie das nicht jetzt machen? Sie braucht doch nur Ihre Lizenzdatei öffnen. Okay, Herr, machen wir so. Sie, nehmen Sie deine Zeit, lesen Sie und schauen Sie alles. Ich warte nur auf Sie. Ich brauche nur Ihre Lizenznummer. Mehr brauche ich nicht. Okay, Sie können das... Sie können mir die erstmal nennen. Sie können mir die Lizenznummer erstmal nennen. Hören Sie mich einen Moment, bitte. Sie brauchen doch nur Ihre Lizenz aufmachen. Sie haben sie doch die Lizenz geschickt. Machen Sie sie auf und dann lesen Sie mir die Lizenznummer vor. Ich habe geschickt, was ist das? Was? Ich habe geschickt, haben Sie geöffnet oder nein? Nein, ich habe Ihnen gerade gesagt, ich öffne keine Lizenzen von irgendwelchen Firmen, die mir gar nicht bekannt sind. So, deswegen sollen Sie mir... Ach, wollen Sie schon nicht mehr? Ja? Ja, hallo Herr. Entschuldigung, die Leitung ist kaputt, aber jetzt alles in Ordnung. So, ich möchte Ihnen sagen nochmal, Herr. Sie können Herr Vorreiter, bitte. Herr Vorreiter, nehmen Sie deine Zeit und dann... Ja, ich habe die Zeit. Bitte. Einfach mal, ich möchte bitte einfach nur die Lizenznummer. Lesen Sie die einfach vor. Okay, ich schicke Ihnen diese. Aber nee, jetzt, Sie sollen sie vorlesen. Ja, ich habe verstanden schon. Aber lassen Sie mich zu reden, bitte. Mit diesen Bankdaten, Sie können selbst eine Überweisung machen. Und wenn Sie das gemacht haben, bitte machen Sie ein Foto vom Beleg und schicke mir zurück per E-Mail, weil das ist wichtig als Dokument für die Firma. Und dann, wir werden zusammen nochmal hören, für einen Termin mit dem Broker zu lassen. Das ist, wie funktioniert. Haben Sie mich verstanden? Ja, vor allem habe ich jetzt schon verstanden. Super. Ja, aber wir sind ja noch nicht fertig. Also erstmal möchte ich immer noch die Lizenznummer haben. Sie können ja einfach Ihre Lizenz öffnen und mir die Nummer vorlesen. Okay, Herr, ich schicke Ihnen per E-Mail. Vorlesen, lesen. Sie können selbst das lesen, nein, okay? Nein, kann ich nicht, weil ich keine fremden Dateien öffne. So, also... Das sind ja einfach ein paar Zahlen. Können Sie nicht lesen? Sie können nicht lesen? Sie können nicht lesen? Oder was? Ja, ich kann das lesen. Ja, warum lesen Sie es dann nicht vor? Warum lesen Sie es dann nicht vor? Mehr möchte ich doch gar nicht. Schreib, okay. Ja. Unsere Referenzfirmanummer ist 777911. So, ich wiederhole, 777911. Ja. Genau. Das ist richtig? Okay, dann suchen wir doch mal danach. Okay. Ja, Herr, ich verstehe Ihnen, Sie haben nicht so viel Vertrauen, das ist sehr normal, aber bitte verstehen Sie mich, ich habe viele Kunden, viel Arbeit, so deswegen ist passiert. Und Sie sagten, Forex Time ist Ihre Firma, ne? Ja, Herr. Also diese Lizenznummer gehört einer anderen Firma. Nein, meine Liebe, nein. Nein, ich sehe es. Ich sehe es gerade. Ja, was sehen Sie jetzt, bitte? Ich sehe gerade, wer der wirkliche Eigentümer dieser Lizenz ist. Es ist nicht Forex Time. Meine Liebe, ist die gleiche Lizenz. Nein, ist es nicht. Wenn Sie... das glauben... Nee, ich sehe es. Ich sehe es vor meinen Augen. Was sehen Sie? Ich sehe, dass nicht Forex Time der Lizenznehmer ist, sondern Exidity UK Limited. Das ist eine andere Firma. Oh, mein lieber Herr, ist die gleiche Firma? Nein, jetzt ist es nicht die gleiche Firma. Okay, jetzt bitte, ich muss auflegen, weil ich... Ja, es ist mir klar. Ist mir schon klar. Der Betrüger ist nicht durchgekommen mit seinem Betrug, ne? Mann, sind Sie dumm. Wie kann ich ein Betrüger sein? Sie sind ein Betrüger, ich weiß es. Fangen Sie schon an zu stottern? Warum stottern Sie denn jetzt? Haben Sie geöffnet deine Handelskonto oder nein? Bei Ihnen nicht. Bei Betrügern öffne ich keine Handelskonten. Nein. Bei Betrügern mache ich das nicht.
Machen Sie das nicht. Du, genau, ich mache es nicht bei Betrügern wie du. Du bist ein Betrüger. Und dann noch dazu ein ganz schlechter. Ich weiß, dass du ein Betrüger bist. Ich weiß, dass du ein Betrüger bist. Wenn ich ein Betrüger bin, ich sage Ihnen, machen Sie das jetzt. Aber ich habe Ihnen gesagt, machen Sie, wann Sie möchten. Ich mache es gar nicht bei Ihnen, weil Sie ein Betrüger sind. Das ist alles. Ich habe gemacht. Du bist ein Betrüger. Ich bin nicht ein Betrüger, du bist eine dumm, aber sie ach ja, ja, natürlich. Anders. Jetzt kommt die Beleidigung wieder von den Betrügern. Erst aus Belgien anrufen, dann aus UK anrufen, eine Lizenznummer von einer anderen Firma. Peinlich. Du bist peinlich dumm. Nein, du bist ein Dumm, aber sie haben das nicht verstanden. Aber nicht so dumm, dass ich bei dir einzahlen würde. Nein. Wieder mal ein dummer Betrüger. Genau. Jetzt komm, jetzt nochmal die Beleidigung. Na komm, das können wir doch. Los, gib dir mehr Mühe. Wissen Sie, du bist die größte Dumm, das ich habe. Ja, du hast mich doch noch gar nicht gesehen. Du hast mich doch noch gar nicht gesehen. Wie sehe ich denn aus, wenn du mich gesehen hast, dummer Betrüger? Das letzte Gespräch erklärt sich zum Glück von selbst und ist an Dummheit schwer zu übertreffen. Was um Himmels Willen lässt solche Gestalten annehmen, andere Menschen betrügen zu können? Vermutlich kopfschüttelnd lasse ich euch nun zurück und danke euch fürs Dabeisein. Habt eine schöne Restwoche bis zum Sonntag, an dem wieder ein neuer Versuch dokumentiert wird, mir mein Geld zu stehlen. Bis dahin verabschiedet sich euer Callcenter-Crasher.